A 2.0. Gegeben sind die Parabeln P1 mit der Gleichung y ist gleich 0,4x² minus 1,8x minus 4 und P2 mit der Gleichung y ist gleich minus 0,2x² plus 1,5x plus 1. Grundmenge ist R kreuz R. Runden Sie folgend auf zwei Stellen nach dem Komma. Und A 2.1 Punkte Bn x und 0,4x² minus 1,8x minus 4 auf P1 und Punkte Cn mit x und minus 0,2x² plus 1,5x plus 1 auf P2 haben dieselbe Abszisse x. Sie sind zusammen mit A 0,1 für x im Intervall von 0 bis 6,74 Eckpunkte von Dreiecken ABN Cn. Zeichnen Sie das Dreieck AB1 C1 für x gleich 3 in das Koordinatensystem zu A 2.0 ein. Zeigen Sie sodann, dass für die Länge der Strecken BNCN in Abhängigkeit von der Abszisse x der Punkte BN gilt. BNCN ist gleich minus 0,6x² plus 3,3x plus 5. So, wie geht man an solche Aufgaben ran? Zuerst mal das Wichtige markieren. Einmal steht es hier, auf zwei Stellen soll nach dem Komma gerundet werden. Aus der Aufgabe oben wissen wir zusätzlich, es sind zwei Parabeln, die haben zwei Funktionsgleichungen, nämlich einmal die P1 mit der da und P2 mit dieser Funktionsgleichung. So, das sind aber nur Angaben, was man da machen muss, steht erst in der Aufgabe 2.1, deswegen schauen wir uns die nochmal an. Wir haben die Punkte Bn auf der Parabel P1, ja, die liegen irgendwo hier drauf, die Bn, und wir haben die Punkte Cn auf der Parabel P2, die liegen irgendwo hier drauf, auf der zweiten Parabel. So, Sie haben dieselbe Abszisse x, das heißt den gleichen x-Wert. Wenn der Punkt B meinetwegen hier auf 1 liegt, dann muss auch der Punkt C auf 1 liegen, auf x gleich 1. Das heißt, Sie sind zusammen mit dem Punkt A01 Eckpunkte von Dreiecken ABNCN. Okay, es gibt also einen Punkt A mit 0,1, den können wir schon einzeichnen, weil der ist auf jeden Fall fest, der muss hier liegen. Ich nehme jetzt hier eine andere Farbe, damit man sie besser sieht. So, was soll man machen? Zeichnen Sie das Dreieck AB1C1 für x gleich 3 in das Koordinatensystem ein. Also wir haben hier einen festen x-Wert bekommen, nämlich für x gleich 3. Also gehen wir wieder hoch ins Koordinatensystem, suchen uns den Wert für x gleich 3, der ist hier zu finden. Da ist x gleich 3 und jetzt fahre ich nach oben bzw. nach unten, bis ich auf die Parabeln treffe. Einmal ist es hier und einmal ist es hier. So, da liegen die beiden Punkte B und C. Nochmal überprüfen, Bn ist auf der P1, das heißt, hier liegt der B1, dann muss oben der C1 liegen. Und da hat es Dreiecke werden sollen. Jetzt spinnt mein Lineal, da jetzt kommt es wieder. Dreiecke werden sollen. Verbinden wir es noch zu Dreiecken. Ja, zum Dreieck A, B1, C1. So genau wie möglich. Auf dem Papier geht es natürlich wesentlich schneller und besser. So, dann sieht dieses Dreieck so aus. Erster Teil schon erledigt, aber Achtung, es gibt noch einen zweiten Teil. Ich habe es, glaube ich, gar nicht zugeschrieben. Die Aufgabe ist noch zwei Punkte wert. Schreibe ich noch hier hin. So. Zweiter Teil ist, zeigen Sie so dann, dass für die Länge der Strecke BNCN in Abhängigkeit von der Abszisse Punkt X gilt. BNCN muss so und so lang sein. Also schauen wir uns an, wie liegt die Strecke BC drin. Sehen wir sofort, das ist hervorragend, weil diese Strecke BC liegt ja parallel zur Y-Achse. Und wenn die parallel zu einer Achse gilt, kann man ganz einfach sagen, ja, wenn es parallel zur Y-Achse ist, entsprechend Y vom oberen Punkt minus Y vom unteren Punkt. Längste parallel zur x-Achse wird es dann heißen x-Koordinate vom rechten Punkt minus x-Koordinate vom linken Punkt. Aber hier brauchen wir die y-Koordinaten. Also bn cn ist gleich, wie gesagt, y-Koordinate vom oberen Punkt. Oben war der Punkt cn, y von cn minus y-Koordinate vom unteren Punkt, das war der bn. So, abhängig von x, das heißt, ich brauche hier diese abhängigen Koordinaten. Ja, keine festen Koordinaten jetzt von B1 oder von C1. Nö, ich brauche Bn und Cn. Steht hier unten ja auch drin. So, Y-Koordinate ist die hintere Koordinate, also setze ich die jetzt einfach ein. Ich fange mit Cn an, also minus 0,2x² plus 1,5x plus 1. Minus, und jetzt Achtung, eine große Klammer setzen, weil sonst geht es Minus nur auf die erste Zahl.
0,4x² minus 1,8x minus 4. So, das muss man noch zusammenfassen. Als erstes würde ich empfehlen, die Minusklammer aufzulösen. Der Rest schreibe ich einfach ab. 0,2x minus 0,2x² plus 1,5x plus 1. So, Minus vor einer Klammer heißt, das Minus dreht alle Vorzeichen in der Klammer um. Aus plus 0,4 Quadrat wird minus 0,4x². Aus minus 1,8x wird plus 1,8x und aus minus 4 wird plus 4. Jetzt gilt es noch zusammenzufassen. Ist gleich minus 0,2x² minus 0,4x². Darf ich zusammenfassen? Ja, gleichartige Terme, die die gleichen Variablen drin haben, sind minus 0,6x². Dann 1,5x und 1,8x sind plus 3,3x und 1 plus 4 sind 5. So, vergleichen wir es noch mit unserer Angabe. Ist genau das, was hier in der Angabe drin steht. Also können wir davon ausgehen, haben wir richtig gerechnet und sind damit fertig.